Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel und auch bei diesem netten Herrn hier. Sag doch mal, wer bist du denn? Hi, ja, ich bin der Jahema, aber ihr könnt mich auch Jan nennen. Ja, ich bin heute ausnahmsweise mal nicht allein hier unterwegs und soweit ich weiß, nimmt der Jan das hier auch ebenfalls auf. Genau, ihr könnt es also. Hoffe, dass die Aufnahme passiert. Ja, wir gucken einfach mal, ne? Das funktioniert ja schon. Ja, was spielen wir hier eigentlich, Jan? Ja. Oh. Ich bin mit deinem Einsatz, der Quatsch. Ja, also. Ja, nee, wir spielen Sunday's Wednesday. Also, wie man hier sieht, hier liegen der Elfenruppen. Doch den einen oder anderen Beinbruch haben und ein bisschen Blut rumgespritzt haben. Du müsstest dich ja auch freuen. Ja, also ich weiß ja auch nicht so wirklich, was hier überhaupt passiert ist. Also es scheint ja gut abgegangen zu sein. 30.000 Geschenke. Ah, der Hans ist schuld. Aha, alles klar. Huch! Ja, da habe ich schon das erste wieder umgeschmissen. Oh Gott, guck mal, was hier passiert ist. Ach du großer Gott. Also irgendwie hat der Weihnachtsmann hier ein bisschen übertrieben. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, und wir sind halt jetzt eben mal die Putze in Spee und dürfen hier mal so ein bisschen aufräumen. Was ist das denn? Oh Gott. Ich hätte dich vorwarnen sollen. Alter. Was zum Gott. Ja, also die Rentiere haben wohl auch dran glauben müssen. Oh Gott. Ja, hier, der Kollege hat aber gut hier im Eimer. Ah, was ist los? Huch! Was war das denn? Bist du tot? Alter, ich bin tatsächlich gestorben. Hey, wie ist das passiert? Oh Gott, was war das? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, diese Musik hier. Oh Gott, Moment. Ja, wie gesagt, hier. Wie funktioniert das hier? Moment, eins, zwei, okay. Ach, jetzt habe ich das Geschenk. Ich weiß ja nicht, hast du auch eine Taktik zum Aufräumen? Taktik zum Aufräumen? Oh Gott, nee. Ja, weil jetzt hier bei... Ich hab's mal eben angetestet, so gemacht, dass ich erst dann die Körper hier wegschaffe. Zuerst die Körper? Ja, ich glaube, das ist sogar eine recht gute Idee. Was zum... Ach so, du hast da schon so ein... Ah, ja gut. Ja, so einen kleinen Plan. Ich roll mal hier meinen ganzen Bereich auf. Also, es geht da mal die Musik, ne? So, wie funktioniert das? Ah. Ja, wo fängst du an? Wie gesagt, ich bin gerade im Eingang. Ah, da hinten, ja. Du kannst da unten oder im Hauptraum, wo du willst. Ja, ich glaube, ich gehe hier mal so in den Nebenraum. Ja, das sieht ganz gut aus. So, einmal hier. Achso, ich muss dich vorwarnen, unten im Keller, wo wir gerade waren. Ja. Da liegen Molotows rum. Ich glaub, musst du echt aufpassen. Ach du großer Gott, also wir können uns auch noch in die Luft sprengen, oder was? Ja, ach, ich glaube, ich habe auch schon mal ein bisschen in die Luft gesprengt. Oh, ja, der Kollege hier sieht aber auch gut aus. Aufgespießt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Messern, Alter! Ach, bist du schon, so, kann ich den da jetzt rein? Den Messern hier, nee, der backt hier ein bisschen rum. Hä? Nein. Huch! So, was ist das hier? 30.000 Briefe. Oh. Ja, wie man sieht, der Multiplayer ist noch ein bisschen in der Beta drin. Also es funktioniert doch nicht so wirklich alles. So ein paar Bugs hat man auf jeden Fall noch. So, kann ich das hier jetzt irgendwie lesen? Was ist das denn? Es macht aber Spaß. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich halte das jetzt hier einfach mal so ein bisschen... Was zum Teufel... Ist das Jack Daniels? Ja, abklatscht davon. Und Schrotpatronen. Alter, was ist hier passiert? Keine Ahnung, aber hier war eine Saufnase. Ja. Mr. Santa Claus. Ich würde den... Nein, nicht die Flasche, ich will den Brief. Gib her das Ding. Huch. So, wenn das hier jemand lesen möchte, kann er das gerne tun. Einfach auf Pause. Genau. Oh, nee, so nicht. Dear Sir. Oh, sehr formelle Anrede. Oh Gott, ich habe hier TNT. Wah!
Schmeiß das bloß hier in den Kamin. Ich denk mal, hier hinten ist so eine blaue Kiste. Ich glaube, da kommt dann Quatsch rein. Alter, Hilfe. Das wird ja... Ja, gut. So, also einen Elfen habe ich. Uah, jetzt muss ich nur gucken, dass der mir hier nicht rausfällt. Oh hey. Gott. Oh, verdammt. Alter! Naja. Das kann ja lustig werden. So. Ja, huch! Nein, nicht daneben. Du sollst da rein. Oh, oh, oh. Huch! Was macht der da? Also. Was zum Teufel? Also, ja, so ganz funktioniert das hier irgendwie noch nicht. Einfach in den Kamin schmeißen. Ja, so hab ich auch das Bett gemacht. Tolle Falle brennt auch gut. Ja, also. Wo gibt's denn eigentlich den Dings? Die Wassereimer? Hier, bei dem Ding. Ah, perfekt. Ich geh mal hoch. Okay. Ja, ich fange dann hier drüben irgendwie an zu putzen. Ja, also Sinn des Spiels ist eigentlich nur... Hast du den gerade da runtergeworfen? Der Lobik, Alter. Ja, ihr seht, das wird eine super Nummer hier. Ja, wo war ich denn geblieben? Achso, ja, Sinn des Spiels ist eigentlich pures Aufräumen und Putzen und, ja, ich weiß nicht. Mal sehen, wie viele Folgen das hier werden. Huch! Ja, okay, das war nix. Oh, nee. Nein! In den... Oh, Wasser... Hallo? Weißt du, da willst du das Brett aufheben und gibst du alles an raus. Ach Gott, mach doch jetzt. Hallo? Ach, nee, komm. Gibt's also, schon wieder umgekippt. Also wenn ihr das jetzt hier gerade top aktuell seht, ich weiß nicht, ob dann noch Steam Sale ist, gibt's auf jeden Fall irgendwie für 1 Euro schieß mich tot, irgendwas. Ist an sich auch relativ billig, aber gibt es auch noch ein paar andere Sachen von. ich weiß gar nicht, welche DLCs haben wir denn noch. In einem Horrorhaus kann man noch putzen. Das hat zum Beispiel die gute Pan. Und jetzt wär doch mal sauber hier. Das hat die gute Pan und der Curry zum Beispiel gemacht. Dann kann man noch irgendwie in so einem riesigen Labor putzen. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, da braucht man wirklich ein paar mehr Leute für. Weil alleine ist das, glaube ich, überhaupt nicht zu schaffen. Ja, glaube ich auch. So, was? Ah, 2 ist also die Hände, okay. Alter, wie viel Wasser man hier braucht. So. Also man könnte glauben, ich klatsche die ganze Zeit über Glasflaschen. So. Jetzt probiere ich mal. Geht das eigentlich, wenn ich den jetzt hole und in den Kamin schmeiße? Uah. Was hast du da? Alter, was machen die da drin? Die haben sogar noch Party nach dem Tod. Das ist echt unglaublich. Oh, jetzt mache ich hier wieder alles voller Blut. Ja, nee, das will ich ja nicht. Huch! Aha. So, kann ich den jetzt vielleicht... Hallo? Nein, jetzt ist er umgefallen. Oh, komm, ich schmeiß die jetzt einfach so da rein. Ich glaube, das ist wesentlich einfacher. Oh Gott. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier oben. Ah, oh. Ah ja. Gut. Schön, ja, das funktioniert hier wieder prächtig hier. Ah, der Stuhl, ne?
So, weg damit. So. Nein, du sollst da. Schön. Brennt der jetzt? Ja, doch, der brennt. Uah. Ach, du bewegst nur ein Eimer und dann kommt da einfach nur die Mate raus. ja, also ihr müsst auch sagen, ob wir laut genug sind oder nicht. Weil wie ihr hört, hier ist bei mir auch gerade noch so ein bisschen Musik. Sagt einfach mal Bescheid. Ja, das gleiche gilt bei mir auch. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Uah, nein! Ist ja Audio Lautstärke gut oder zu leise. Ich hab den Eimer umgeschmissen. Scheiße. Ich glaube, das hier kann dauern. Schau die Probe noch was an. Nicht umfallen. Hä? So. Und dann hier und da und so. Oh. Alter! Also man muss hier echt... Wie die Arme wackeln, wenn man hier lang kann. Ey, man muss hier aber echt aufpassen. Oh Gott, ist ja ganz schlimm. Vor allen Dingen, wenn man in das Blut reinlatscht, zieht man so eine wunderschöne Spur hinter sich her. Ja, deswegen will ich das Blut zum Schluss nicht. Nein! Oh. Bist du unten im Raum, also unter mir? Ja. Was ist das denn? Wenn du da den ganzen Müll einsammelst. Was? Müll? Achso, du meinst die Flaschen und so? Wenn du hier alles aufräumst. Und diese Behälter. Du kannst den auch kurz anheben und dann mal so ein bisschen links und rechts schütteln. Dann verteilst du den etwas weiter nach unten. Ach krass. Rein. Das ist ja cool. Ja, wie eben so unten hier. So, rein da. Da ist eine Weihnachtsmütze. Hast du eine? Ja, ich glaube, ne? Unsere Charaktere haben, glaube ich, Mützen an, ne? Ja. Ja, du hast eine. Habt ihr eine? Ja. Hier oben. Okay. Meine Güte, ey. Also der Weihnachtsmann, also was der für Partys schmeißt. So. Okay. Da ist noch einer. So. Und der Weihnachtsmann hat sich auch aus dem Staub gemacht, ne? Der Olle. Ist einfach abgehauen. Was ist das denn? Guck dir mal die Waffe an. Was? Waffe? Was ist das denn? Keine Ahnung. Oh Gott. Das sieht aus wie so eine Science-Fiction-Laser-Pistole oder sowas. Ach du großer Gott. Egal, weg damit. Ein halber Elf. Huch! Nein, jetzt habe ich ihn fallen gelassen. So, haben wir hier noch was? Oh, ja, Dynamitstangen. Oh Gott, was ist das? Hier ist noch eine Kiste? Was ist das denn? Hands off? Ja, keine Ahnung, ich würde da nicht so reinlegen. Guck mal hier, auf der Kiste steht Wurst fest. Ja, liebe Grüße an den Herr Currywurst. Ach, ist der Bescheid, ne? Huch! Oh Mann, ich lasse ihn mal fallen. Wow. Ich frage mich, wieso sprengt man bitte eine Wand? Einfach so. Wer weiß nicht, war da nicht vorher eine Tür? Das sieht man ja nicht. Was ist eigentlich, wenn man so eine Patrone in den Kamin schmeißt? Mach die Kasserei schon mal ein bisschen. Was passiert jetzt? Sicher? Ja. Also mehr als krachen kann. Ja. So, rein damit hier. Nee. Ah, passt.
Hier, das ist Charlie. What? Charlie? Och nein! Was ist denn? Ich wollte ein Wassereimer. Was tun da? Ja, ich... Keine Ahnung, was ist das? Irgendein Körperteil. Schon wieder? Alter! Huch! Hä? Versteh, wer will. Dieses Spiel mobbt mich. Ohne Scheiß. So, wie ist das denn? Ja, gut. So. Hier noch ein bisschen. Da. So. Ha, geht doch. Gott, sieht's hier aus. Hier, willst du eine Zuckerstange? Was? Zuckerstange? Nom 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 nom. Ach Gott, die ist aber riesig. Alter. Ja, die würde ich mir auch an den Weihnachtsbaum hängen. Oh, ja. Der hat dann halt mal den Tisch genommen. Auch nicht schlecht. Ja. Alter. Nee, Moment. Zuerst den da weg. Und huch. So. So, gewählte ich weiter zu Kollege. So, und dann den da. Nein! Toll. Hier, ich habe eine helfende Hand. Ich mache ja gerade die ganzen Flaschen kaputt. Was? Froschenkel? Ihhh. Ja, guck doch mal diesen Arm nochmal an. Also, ich möchte mal gerne wissen, wie heiß es im Kamin ist, wenn er dieser Eimer verbrennt. So, habe ich hier jetzt soweit? Boah, ich sammle das wieder mit auf. Oh Mann! Immer noch? Die Kiste ist super gespielt. So, jetzt aber. Boah, dieses Radio, ne? Schmeiß mal ins Feuer, es geht ja noch voll im Abfluss. Boah, das wäre geil. Ja, genau. Wieso bin ich da eigentlich nicht drauf gekommen? So. Einmal hier, ups, und einmal da. Tschüssi! Oh, wie hier überall Gewehre rumgemacht. Vielleicht war das ja so eine Art Jagdfete oder. Ja, kann auch nicht. So. Uah. Huch, Errungenschaft freigeschaltet. The day the funk died. Hä? Ach so, das war wegen dem Radio. Ach Gott. Ah. Alles klar. Ja, jetzt mache ich wieder alles dreckig. Es ist hier mal wieder schön. So. Immer noch? Gott. Was habe ich bitte für Riesenlatschen? Ja, hier, man hinterlässt doch so Abdrücke. Ach so, Fußabdrücke. Ja, ja. Ja, du hast so Gummistiefel an. Tatsache. Stimmt. Habe ich ganz vergessen. So. Da steht Thorsten, Freunde. Ja. Ich habe den falschen Knopf drücke. Hä? Ich war hier drückt über die rechte Maustaste statt. Ich glaube, das ist jetzt schon der 5. Eimer, den ich umgeworfen habe. Meine Fresse. So, nochmal. Du kommst mit. Da rein. So. Einmal so. Was machen wir eigentlich mit den Geschenken? Lassen wir die auch noch liegen oder verbrennen wir die? Die was? Die Geschenke. Gute Frage. Ich glaube, ich würde irgendwie alles kaputt schmeißen.
Ich sehe schon kommen. Wir können ja mal aufstellen. Am Ende ist hier überhaupt nichts mehr übrig, wenn wir hier fertig sind. Ey, so. Nein! Oh, geht doch jetzt. So. Wow. Schon wieder diese Waffe. Huch. Jetzt, hallo? Komm, geh rein. Ja, den sollte ich vielleicht auch mal entsorgen. Dum, di, dum, di, dum. Ha. Ja, Jan. Ja. Ich würde mal sagen, für die erste Folge haben wir das hier doch eigentlich schon ganz gut hingekriegt, ne? Ja, finde ich auch. Also ein Raum ist schon mal fast clear. Hier liegt nur noch ein bisschen Krempel rum. Was hast du eigentlich oben gemacht? Oben? Wieso? Hast du da nur die Elfen weggeräumt. Ah, okay. Ja gut, dann haben wir das auch schon. Ja, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge schwingen wir mal den Putzlappen weiter, ne? Ja, ihr Lieben, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen für die erste Folge und lasst doch mal einen Kommentar, wie euch denn die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch in der zweiten Folge wieder. Tschüssi! Ciao!